Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tribes of Midgard hier auf meinem YouTube-Kanal. Und wir wollen jetzt mal ein bisschen Gold farmen. Wir haben ein neues Schwert in der letzten Folge uns gemacht. Sorry, ich musste gerade Luft holen. Und da wollen wir doch mal schauen. Ach scheiße, ich komme noch gar nicht hin. Es ist Winterzeit. Ich erfriere ja. Egal, wir machen es trotzdem. Probieren geht über Studieren, würde ich sagen. Einsteigen, rudern, drehen, ab geht da. Wir müssen uns nur merken, wo wir anlegen. Und es ist auch kurz vor Nacht schon wieder. Das ist scheiße, dass auch hier in der Winterzeit Tage kürzer sind. Denn in der Nacht friere ich noch mehr. Und das ist Shitrino. So, fahren wir bis hier an die Kante ran. Nice. Einmal hier. Und jetzt ganz schnell ein bisschen Gold farmen. Und die dort. Ja, das Schwert ist ein bisschen heftiger als vorher tatsächlich. Oh, hier haben wir das erste Gold. Oh, nice. 5 Gold gibt es jetzt raus. Geil. Ach, und ich kann den Erfrierungstod hier auch ein bisschen umgehen. Kann ich euch gleich mal zeigen, wie. Ja, kommen die nicht mal mit. Und zwar, indem wir einmal kurz ins dunkle Gewässer rennen. Da ist es wieder weg. Und wir können wieder neu farmen gehen. Gold. Aber hier, sowas nehmen wir auch mit. Oh, Gold. 8 Stück, lecko mio. Ganz kurz hier und wieder hoch. Was willst du? Die Schilde von denen halten aber auch nichts aus. So. Hier geht bitte weg, genau. Können wir uns mal ganz kurz das Tor hier angucken. Bevor ich ganz erfriere. Okay. Kann ich nichts machen. Aber bei dem Tor habe ich tatsächlich auch gerade den Frost, dieses Frostsymbol verloren. Das ist geil. What the fuck, Alter? Oh shit, ich hab das Gold zerstört. Jetzt gab's nur eins raus. Ich hoffe, hier gab's noch ein Gold mindestens. Oder 2 wäre geil. Aber der Frostdamage in der Nacht ist tatsächlich ein bisschen härter. Das ist nicht schön. Denn ich kriege auch richtigen Damage leider davon. Ich muss halt immer wieder raus aufs tiefe Gewässer rennen, um dem Frostdamage gegenzuhalten. Ist zwar nicht so toll, aber geht leider nicht anders.
Ah, Stein nehmen wir natürlich auch mit. Irgendwo gab es noch mindestens ein Gold. Wartet mal bitte ganz kurz. Ah, das neue Schwert ist geil. Das macht gut Damage. Ich muss ins Wasser. Ich muss ins Wasser. So. Da ist noch ein Gold. Das darf ich nicht zerstören. Oh, 5 Stück, nice. Das war's an Gold, shit. Wo war mein Schiff? Hier. Ah, dann fahren wir jetzt mal rum, gucken, ob wir noch so eine Insel finden, würde ich sagen. Wir brauchen halt noch mehr Gold. Das, was ich jetzt habe, das reicht hinten und vorne nicht. Das sind 19 Stück. Wir haben auch nur 2 Silky-Flossen. Wir brauchen ein paar mehr. Leider Gottes. Und auf dem Schiff kann ich auch schön Leben raggen. Das ist geil. Das ist nice, nice, nice. So, wir müssen aber später auf jeden Fall irgendwann nochmal hier, nee, hier hin, weil ich muss hier wieder diesen Allvater-Bernstein farmen. Den brauchen wir leider auch noch. Ja. Eine Bootsfahrt, die ist lustig. Eine Bootsfahrt, die ist schön. Wir werden jetzt im Monster klatschen gehen. So, hier kommt eine neue Insel mit Sumpfgebiet. Wir umfahren die erstmal ein kleines bisschen. Das Boot ist halt so langsam. Ich weiß ja gar nicht, wo gibt es denn, wo könnte es noch Gold geben? In was für ein Biom? Oh Gott. Aber es ist gleich Tag. Da müsste ich tatsächlich, müsste es länger dauern mit dem Einfrieren auf diesen komischen Inseln. Ja, da unten deckt sich auch gleich nochmal eine neue Insel auf. Das ist geil. Aber wir tuckern erst mal ganz kurz hier oben lang. Da ist ein Stück Wüste. Das erkenne ich doch. Also hier will ich ran. Okay, ganz kurz drehen. Wir müssen also oben auf die Insel. Hoffe ich. Das heißt, wir müssen dahin zurück und dann einmal darüber rennen. Das werden wir hinkriegen. Ja. Ich glaube, ein paar Teleporter habe ich noch dabei. 2 Stück, das passt. Ja, das passt, das kriegt man hin. Darauf, ich muss erstmal einen Schluck Kaffee trinken. Denn wir haben es 7.11 Uhr in der Früh, wo ich gerade dieses Video aufnehme an einem wunderschönen Samstag.
Und ja, ich brauche meinen täglichen KW. Wer nicht? Außer die, die den nicht trinken. Da sind wir schon. Einmal so, einmal so. C. Einmal F zum Abbauen. Und ich muss nochmal C machen, denn ich sehe gerade, mein Schwert ist fast broke und ich werde angegriffen. Hättest du mich mal in Ruhe gelassen. So, das lassen wir jetzt hier stehen. Scheiß drauf, das verschwindet eh wieder, wenn wir irgendwo ein neues setzen. Spätestens in der Base müssen wir ein neues setzen. Aber wir haben sogar ein Level abgemacht. Das werden wir uns mal ganz kurz zunutze machen. Und wir holen uns das da. Oh, geil. Das Trugbild kämpft jetzt mit. Macht zwar nicht viel Damage, aber besser als nix. Und jede Hilfe ist willkommen. Ja, darf ich hier, muss ich jetzt die ganze Zeit hier außen rumrennen, das wäre nicht schön. Da war Silber, das snacken wir uns auch noch. Die Seele auch, falls es mal wieder eine tägliche oder wöchentliche Aufgabe gibt, wo wir die ausgeben müssen, ne? Alter, hier drei Eisenvorkommen auf einem Haufen. Das ist geil. Das ist geil. Alter, ich muss hier wirklich die ganze Zeit jetzt außen lang rennen. Bis da oben hin, dass ich übers Wasser kommen darf. Ich will einfach nur in das Wüstengebiet. Was ist denn daran so schlimm? Ja, ich nehme immer noch jede Ressource mit. Wer weiß, für was man die noch alles braucht. Da oben war gerade ein großer Troll. Da komme ich aber jetzt nicht hoch und da will ich jetzt auch nicht hoch. Jo, hau ab. Feigling. Oh, da ist wieder Silber. Silber ist auch nicht verkehrt. Und ich höre hier was Großes stampfen. Wo stampft es rum? Ach du Scheiße. Also das neue Schwert hat's in sich. Das hat's in sich, muss ich sagen.
damit rasieren wir hier ein bisschen was weg. Das ist nice. So, und hier war doch irgendwo noch Silber, oder? Oder habe ich das kaputt gemacht? Oh, bitte nicht. Was war denn das? Wüste, ich komme. Und bitte lass mich auch rein und sei nicht wieder so ein Ding, wo die ganze Zeit so eine scheiß Mauer davor ist. Ich komme durch den Tunnel immer noch nicht durch. Ich glaube, das ist wieder so ein Ding, wo ich durch einen Tunnel muss. Oh, nee, bitte nicht. Ich weiß auch nicht, ob das Hochbauen hier was bringen würde. Ach, da ist der Tunnel. Ich will ehrlich gesagt nicht in den Tunnel rein, solange ich noch nicht eine gute Verteidigung habe. Das Silber. Ja, ist klar. Durch die Wand durch. Come on, Alter. Ne, ich habe nichts zum Hochbauen dabei. Scheiße. Kann ich das eventuell... LOL! Dann machen wir das jetzt einfach mal so. Oh, hier gibt es wieder behauenen Stein, das ist geil. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wisst ihr was? Wir versuchen es trotzdem mal. Wir gehen mal in die Höhle rein. Wir versuchen es einfach. Mehr als sterben können wir nicht. Alter, was? Alter! Alter, das ist eine reinste Levelform. Gold! Okay, das ist nice. Okay, kann ich... Ich darf hier drinnen nichts bauen, kann ich also auch nicht reparieren. Scheiße. Was gibt's hier? Feuerfall, Eisen, Granat. Brenneifer, Bernstein, geil. Da unten sind Wölfe. Ich weiß nicht, ob mein Schwert das hier alles noch aushält. Und da kommt schon dieser erste Werwolf. Alter! Da kommt ein Boss-Werwolf. Geh mal weg. Ja.
Der erste ist down. Ja, ich auch gleich. Oh, fuck. Der ist ein bisschen zu heavy. Nee, kriegt man nicht hin. Schade eigentlich. Das ist echt schade, dass wir das nicht hinkriegen. Aber wir haben ein bisschen Gold und das heißt, wir gehen mal zurück zur Base. Das heißt, wir können wieder ein bisschen was aufwerten. Hi. Wo wollte ich jetzt aufwerten als erstes? Ich glaube, das hier war das, ne? Hier brauche ich die Silky-Flossen. Fehlen immer noch zwei Stück. Saphir. Okay. Hier ist das Leder. Wir könnten hier einmal komplett aufwerten. Wir machen erstmal Essen. Und ballern erstmal alles raus. Ich muss mir unbedingt ein bisschen was mitnehmen, was ich Dingsbums. Was ich zum Hochbauen mitnehme. Verleiht Kombo-Angriff eine Chance von 20% magische Projektile zu erzeugen, die Gegner spüren und jedem einzelnen mittleren physischen Schaden zufügen. Verleiht Kombo-Angriff eine Chance von 20% ein Projektil zu erzeugen, das geringen. Ne, dann rüsten wir das hier aus. Das sieht geil aus. Wir haben eine lila Rune. Geil. Ich hätte ja halt wirklich gerne dieses Schwert. Bogentechnisch. Was für einen Bogen haben wir denn? Wir haben immer noch einen Standardbogen? Ernsthaft? What the fuck? Jetzt nicht mehr. Blitzpfeil. Blitzpfeil. Geil. Okay, aber wir müssen hier wieder reparieren. Einmal das da. Alter, die Rüstung. Ich brauche halt unbedingt eine neue Rüstung. Dazu brauche ich das Leder. Und hier brauche ich halt die Silky-Flossen. Boah, sieht das geil aus mit dem Schnee. Das sehe ich jetzt erst. Oh Mann. Dann müssen wir wieder dahin. Nee, stopp. Ich wollte woanders hin eigentlich. Naja. Alter! Dieses Projektil nimmt ja alles auseinander. Nicht streicheln. Ins Boot rein.
Wir müssen aber eine neue Insel finden, denn... Nee, müssen wir... Bin ich bescheuert, müssen wir gar nicht. Wir haben doch... hier drüben auch nochmal so eine... Höhle. Ob wir da auch Gold finden? Oh, bin ich doof. Ach nee, ich brauche die Silkiflossen. Stimmt. Jetzt fällt es mir wieder ein. Das war knapp. Wir brauchen diese komischen Silkiflossen, damit wir gegerbtes Leder herstellen können. Ich frage mich, ob es hier irgendwo noch mehr so eine Inseln gibt. Ich denke mal schon. Aber es ist noch ewig Nacht. Und wir müssen halt abwarten, bis Tag ist. Vorher können wir sonst nicht wirklich was machen. Dann würde ich jetzt die Aufnahme hier beenden, warten bis Tag ist und dann die neue Aufnahme starten. Ich hoffe, euch hat es bis hierhin gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.